Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Folgendes. Wir befinden uns hier in am Butterberg. Ich glaube, das ist in Harburg irgendwo. Ach, irgendwo Grenze Hamburg. Keine Ahnung. Hier befindet sich das ganze Tintenfüller-Team. Wir werden hier chillen, uns amüsieren und Silvester feiern. Wir sind hier ungefähr insgesamt 6 Tage und ich zeige euch jetzt mal nach diesem ganzen Kram, den ich hier noch umgebracht habe, wie das Ganze drin aussieht. Roomtour. So, Freunde der Sonne, ich zeige euch kurz mal das Haus, in dem wir uns befinden. Ist echt schon ein Apparat, also die rechte Seite quasi, da wohnen wir drin. Da ist eine andere Wohnung, die man mieten kann. Und ist schon so Loft-Style. 200 Quadratmeter, hat sich für den Preis auf jeden Fall gelohnt. Oben in der obersten Etage, quasi da, ist zwar ein bisschen altbackend, aber hier unten ist dafür safe, alles geil mit der Bar, zeige ich euch gleich. Reifen qualmt und riecht übertrieben nach Gummi und nach Bremse, denn ich bin 240 gefahren. So, Freunde, ich bin noch ganz kurz eselmäßig unterwegs und dann zeige ich euch jetzt die Bude. Alter, bin ich aus der Puste hier. Ganz schön steil. Die wird geöffnet. Kommt erstmal eine schöne Treppe, an der man erstmal hochlatschen muss. So mit rotem Teppich. Genauso muss es sein. Zack, 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 zack. Mary macht schon Ramazamba. Ja, der erste Blick ist natürlich absolut geil, weil die Bar da hinten, dann hier ganz schön mit den Frontscheiben, ist echt Hammer. Hat schon was. Was machst du da? Wenn Papa filmt. Ich habe jetzt. So, Leute. Wie viel Quadratmeter sind es jetzt hier oben? 200. 200. Mit oben. Also mit oben, ja, genau. Also sind hier, nehme ich mal an, 100, 180, 160. So. Gucken wir uns mal das erste Zimmer an. Erstmal hier. Chillbereich. Der Fernseher ist doch größer, als ich dachte, weil der sah auf dem Bild noch kleiner aus. Ich hoffe, man versteht mich, weil das kleine Kind so rumbrüllt. So. Hier hat man noch einen gescheiten Blick auf den Spiegel. Denn hier ist privat. Hier ist sozusagen das erste Schlafzimmer. Wer das kriegt, keine Ahnung. Dann haben wir hier, damit man noch Wäsche machen kann, hier Trockner, Waschmaschine, kleines Minibad. Ja, und erster Raum fertig. Wie gesagt, hier Wohnzimmer, hier werden wir alle chillen und reinfeiern, wenn Silvester ist. Hier haben wir nochmal ein größeres Bad. Also nee, obwohl es dieselbe Größe, aber ich meine halt mit Ruhe, mit Eckbadewanne, Toilette und was richtig geil ist, Leute. Was richtig geil ist, jetzt passt mal auf, guck mal, für die Stehpinkler, ist das schön. Hallo, Autofokus, seh mich, richtig Hammer. Hier mal wieder ein Spiegel. Gucken wir mal in den nächsten Raum, hier ist die alte, erstmal gucken wir jetzt hier, Riesenterrasse, also ist wirklich riesig. Können wir mal aufmachen hier, es geht da hinten auch noch rum, schon echt riesig hier, Alter, das ist hier rutschig. Haben wir noch einen Grill? Papa, bist du sicher, dass du da raus bist? Ja. Die Tür ziehen. So, dann kann man hinten noch rum. Quasi. Hier ist auch nochmal ein Platz. Der Oberhammer. Hier kann man schön, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, ein bisschen chillen. Aber scheint ja nicht. Ja, ich komme. Hier, was für ein Panorama, wirklich. Also schon gut für den Preis. Oh, da bin ich. Dann zeige ich euch erstmal den oberen Bereich, weil der ist nicht so interessant. Das ist hier alles ein bisschen altbackend. Und hier werden ja die Gäste ein- und ausgehen, deswegen ist dementsprechend auch ein bisschen schon was runtergehurt, ne? Kennen wir ja. So. Ja. Bisschen auf alt gemacht. Aber hier erinnert mich sofort der Schrank an Schön und das Biest. Ja? Fehlt nur noch das Gesicht. Und dann. Oh! Bügeleisen. Sehr gut. Jo, gucken wir uns das Zimmer hier. Stinknormales Zimmer, ganz einfach gehalten. Meine Fresse, mehr wollen wir auch gar nicht, wir wollen ja hier nur pennen. So, hier haben wir jetzt das erste Bad.
Ja, Dusche. Hier kannst du wieder Kacki machen. Das war's. Und wieder ein schöner Spiegel zum Angucken. So. Hier haben wir das nächste Schlafzimmer. Auch wieder ein kleines. Oh, geil! New York! Im Juli geht's nach LA. Beste! Ja, mal gucken. Hier werden wir eventuell die Betten zusammenschieben. Damit, weil wir ja alle Pershing sind, ne? Alle haben so Pershings hier. Sonst ist es ein bisschen komisch. Ist sonst ein bisschen knastmäßig. So. Dann haben wir hier noch so ein Notbett. Und dann kommen wir hier zu so einem 2-in-1 Schlafzimmer, also sprich halb abgetrennt. Hier können welche pennen und hier können welche pennen. Muss man halt gucken, wie man das macht. Schon relativ kleine Matratzen sehe ich gerade, also für so ein Doppelbett. Obwohl, nee, das ist ja so gemacht, als wäre es kein Doppelbett. Naja, muss man gucken. Oh, hier ist der Spiegel gerissen. Kein gutes Zeichen. So, Freunde, so, jetzt zeige ich euch mal unten. Ja, jetzt kommen wir zu dem Highlight. Beziehungsweise es gibt zwei. Denn hier haben wir die Küche mit Minteinsel. Ist natürlich ein absolutes Träumchen, besonders wenn man gerne kocht und das tue ich ja, beziehungsweise tun wir. Das ist schon echt der Oberhammer. Auch hier die, wie riesig, ne, die Schubladen sind. Guck mal, Alter, die sind ja riesig. Guck mal, hier ist Besteck, Gold. Digga, Gold. Nehmen wir mit. Wie wenn hier ein Versace-Boden ist. Bibi, das klauen wir. Guck dir das mal an. Hier steht schon wieder ein Kühlschrank. Ich weiß nicht, was die für einen Kühlschrank-Fetisch haben. Die haben einfach vier Kühlschränke. Wenn hier 12 oder 15 Leute sind, dann braucht man ja auch viel. Essbereich. Wo wir dann alle essen werden. Und vielleicht auch dran arbeiten. Ja, auf jeden Fall riesig. Oder malen! Juhu. Oder malen. Hauptsache, wir bemalen nicht den Tisch, ne? Essen, essen, essen! Ja, Leute, guckt mal auf den Boden. Ist ganz witzig. Versace-Muster. Und jetzt halte ich mal fest, pass auf. Guck mal! Hallo, Fokus! Hallo, Fokus! Ja! Guckt euch das an! Geil! Was denn? Sie hat irgendwas noch entdeckt? Versace-Geschirr! Geh mal da weg! Ich hätte Angst, dass das kaputt geht. Naja, vielleicht ist es auch einfach nur der Look. Und was ist denn das hier? Ist ja ein Fernseher. Wieso hängt denn hier ein Fernseher? So, und hier haben wir... Was ist denn hier los? Achso, zieh durch. Hier haben wir die Bar. Die finde ich natürlich absolut mega geil. Denn hier können wir schön Chili Chili machen und unsere Drinks genießen. Also das ist schon echt geil. Also schon echt eine geile Optik von hier. So. Hier haben wir nochmal so ein bisschen so einen Chillbereich. Also was ich jetzt nicht verstehe in diesem Haus ist, wieso hier zwei Betten stehen. Mitten neben einer Bar. Das ist ein bisschen komisch. Ja, das ist mitten im Geschehen. Genau, steht hier einfach so, ja. Das ist ein Schlafbereich. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ansonsten ist das hier aber echt top. So, dann haben wir alles gezeigt, ne? Dann sag mal Tschüss zu den Leuten, Luis. Tschüss. Und abonnieren, ne? Tschüss. Gibt ein Däumchen nach oben. Es gibt jetzt mehrere Vlogs quasi. Ich werde aber so kleine Sachen zusammenschneiden, denn wir haben ja auch das Tattoo-Material dabei. Ja, wie man sehen kann. Denn hier wird auch tätowiert. Bis dann, Antenne. Ciao.